Ja, grüß Gott, Servus und Hallo, liebe Klemperfreunde und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal, hier bei Martins Klemperwelt. Und ich habe natürlich wie immer was Schönes mitgebracht. Und zwar von Bluebrix, das Spezialmodell, das Heldenmodell, auch genannt Kit. Ja, die Serie Kit, also sprich Knight Rider, lief von 1982 bis 1986. In Deutschland erst ab 1985. Ja, wofür steht denn eigentlich KIT? KIT für steht Knight Industry 2000, also sprich für Knight Industry 2000. Ja, ursprünglich soll es aber ganz anders heißen, und zwar soll es TAT heißen. Der steht für den Modell selber, und zwar steht es für das Trans M 2000. Ja. Das Auto selber ist ein 1982 Pontiac Firebird V8, hat auch einen V8 Motor drinne. Können wir auch gerne mal reinschauen, habe es ja auch im Video gebaut. So sieht das Ganze aus, weiß nicht, ob ihr das seht. Fokus. Ja, was hat er denn noch? Man kann hier oben die Seitenteile vom Dach abbauen. Das kann man machen. Der hat ja, glaube ich, sogar, wenn ich mich nicht täusche, sogar wie heißen die Dinger? Wenn die Sitze noch oben, Schleudersitze, genau. Schleudersitze. Die Türen kann man aufmachen bei diesem schönen Modell. Lassen sich auch besser aufmachen als bei dem anderen Modell, den ich von Bluebrix habe. Was ich schade finde, ist, man kann den Kofferraum nicht aufmachen. Das finde ich wirklich schade. Also, Bluebrix, ganz ehrlich, das hätte man besser machen können. Alles in allem, das Modell war wirklich schön zu bauen. Wer es übrigens noch nicht gesehen hat, verlinke ich euch nochmal in der Endcard. Und es hat natürlich auch keine Lenkung. Was natürlich auch schade ist. Wäre natürlich schön, wenn sie Modelle rausbringen, diese Vitrinenmodelle, wo man auch lenken kann. Ich weiß, dass es garantiert möglich ist. Man sieht es ja bei den dänischen Herstellern mit dem, was war das, mit dem Ford Mustang. Ist ja, glaube ich, auch ungefähr in der Größe. Ja. Aber trotzdem. Die Motorhaube selber ist ein bisschen locker, also da muss man echt aufpassen. Was natürlich noch geht, sind hier vorne, das sind die Scheiben, die kann man hier so schön, wirklich gut. Ja, Klemmkraft ist alles soweit in Ordnung, kann ich dazu gar nicht sagen, aber, jetzt komme ich zu den Aber. Die Scheiben, total zerkratzt. Aber wirklich total zerkratzt. Zeige ich auch im Aufbauvideo. Da seht ihr es richtig. Das ist wirklich total zerkratzt. Ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt. Keine Ahnung. Warum könnt ihr die Scheiben nicht einfach extra in einen extra Beutel machen? Das wäre doch viel, viel besser. Da würde nichts zerkratzen. Nein, man macht sie in den normalen Bricksteinen oder Blades. Ist doch klar. Und sie produzieren ja auch nicht in Deutschland. Sie produzieren in China. Ist doch klar, der beide Weg. Und bumm, schon zerkratzte Scheiben. Auch die Fliesen, teilweise Mikrokratzer. Aber gut, ich meine, das Teil steht sowieso bei mir in der Vitrine. Dann ist das schon in Ordnung, sieht man das nicht ganz. Unterboden fest, solide. Hab erst überlegt, ob ich vielleicht noch eine Möglichkeit finde, selber einen Motor einzubauen, also eine Lenkung und es fahrbar zu machen. Aber muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Zum Beispiel hier die Reifen hier, die sind ja sowas von knapp. Also wenn ich da eine Lenkung einbaue, dann muss ich das hier vorne erstmal vergrößern, erweitern, damit sich das überhaupt drehen tut. Und dann brauche ich auch Platz für den Servomotor und Platz für den anderen und dann brauche ich auch noch Platz für die Batterie. Also wenn ich weiß, dass es irgendwo Minimotoren gibt, mittlerweile. Aber ich frage mich nicht, ich finde es einfach nicht mehr. Ich habe überall geguckt, ich finde es nicht mehr.
Wenn das einer mal weiß, schreibt mir bitte mal gerne in die Kommentare. Ansonsten alles in allem, schönes Modell, auch hier vorne. Das mit den Lichtern, das ist ja das Markenzeichen von Kit. Mit dem. Fand immer voll cool, auch die Anfangssequenz. Ja, früher als Kind gerne geschaut. Heute noch, es gab ja einen Ableger von Knight Rider. Ich glaube, die lief 2008 das erste Mal, ging aber, glaube ich, nur eine Staffel, was ich natürlich schade finde. Es gab, glaube ich, auch drei Filme dazu. Auch mit dem roten Auto, was das jetzt für ein Modell ist, weiß ich jetzt gar nicht. Das neue, bei der neuen Serie war ja auch nicht mehr der Trans Am, also der Pontiac, sondern ein anderes Modell. Was war das für eins? Wenn es jemand mal weiß, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare, ich weiß es nicht. Ja, also auf jeden Fall über 1000 Teile. Ich weiß gar nicht, wie viel insgesamt. 1047 Teile hat das gute Stück. Habe sogar noch Teile übrig gehabt, das zeige ich auch in dem Aufbauvideo. Aber jetzt wollen wir mal wissen, wie groß ist denn das Teil überhaupt von Flopix. Ne? Er hat ungefähr eine Länge von 32 cm, eine Breite von 12 ist Standard und die Höhe ungefähr sind wir bei 9 cm. Ja, wie gesagt, schönes Vitrinenmodell. Ja, vielleicht kann man auch spielen. Whee. Ja, okay. Das sind natürlich jetzt schlechter. Also für Kinder natürlich auch gut. Also man kann, es ist schon stabil, so ist es nicht. Es ist halt aber auch nicht gefedert. Was halt blöd ist hier, der Kofferraum gibt, die Motorhaube geht immer, Kofferraum ist ja nicht da. Geht halt immer kaputt. Also, zumindest die Teile ist nicht wirklich stabil. Also, zumindest, jo, das da schon, aber das da nicht. Ja, mein Gott, okay. Cool, wie gesagt, Lichter. Finde ich cool. Dass man das abmachen kann. Auch schön. Könnt ihr auch nochmal den Innenraum sehen. Weiß nicht, ob ihr das seht. Sitze finde ich eigentlich schön gebaut. Sind auch hinten die Notsitze drin. Was natürlich auch wirklich schön ist. Naja. Alles im Allem wirklich ein schönes Vitrinenmodell. Bis auf, wie gesagt, vorhin die Scheiben, die total zerkratzt ist. Das weiß ich nicht, warum das Bluebricks macht, keine Ahnung. Andere Hersteller kriegen es auch hin. Man, ihr wollt doch wachsen. Dann ändert das doch. Ändert das, dass die Scheiben schön klar sind. Auch hier bei der Scheibe, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ein Angusspunkt drauf. Was soll denn der Scheiß? Warum ist da ein Angusspunkt drauf? Muss das sein? Nicht wirklich. Ne? Also, finde ich nicht schön. Zerkratzte Scheiben finde ich überhaupt nicht schön. Das muss definitiv verbessert werden. Ansonsten macht ihr wirklich schöne Modelle. Aber das muss verbessert werden. Ne? Definitiv. Wenn ihr wachsen wollt. Wenn ihr noch größer werden wollt. Ihr habt doch die Möglichkeiten, ihr habt doch die Mittel, dann macht es doch einfach. Ansonsten, tolles Modell. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dann in diesem Sinne sehen wir uns nächste Woche wieder. Wie gesagt, immer jeden Sonntag jetzt ein Video von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Viel Spaß und ein fröhliches Klemmen. Bis dann.